Leute. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg, Epo abzuholen, Leute. Dann gehen wir zum Flughafen. Warum wir zum Flughafen gehen, wissen wir selber nicht. Wir gucken einfach beim Flughafen. Ja. So Leute, wir sind jetzt in der Bahn. Kuppertrip. Leute, wir haben vergessen aufzunehmen, aber da war eigentlich nichts Besonderes. Wir sind eigentlich nur... Soll ich einfach Flughafen vergessen? Wir sind schon am Flugzeug. Ja, wir sind eigentlich nur eingecheckt. Genau. Wir sind eigentlich nur eingecheckt und ja, jetzt fliegen wir. Leute, ich zeige euch ein bisschen die View. Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Aber es gibt auf jeden Fall jetzt gleich Essen. Holla, Paul, jetzt kommt. Auf ganz langweilig. Wir haben nicht mal aufgenommen. Ja. Auf jeden Fall. Wir sind seit 3 Stunden am Flughafen und haben jetzt das Auto. Ja, 3 Stunden for real. Und wir haben immer noch kein Internet. Wir schnorren Internet heute. Und Internet geht gar nicht. Ja. Und jetzt zeigen wir euch unser fettes Auto. Ich glaube schon, ah, da kommt unser Auto. Unser Auto, Leute. Zum Bild. Überprüfen, weil die verarschen uns alle. Mal schauen. Ja, guck mal, Leute, Planet wir sind 17:50 Uhr gelandet. Der ist immer noch 2 Stunden waren wir hier, Leute. Oh, 2 Stunden. Planet, mit wem sein Internet bist du noch verbunden? Mit dem Typi da. Der ist im Internet, Alter. Der soll mal mitkommen. Leute, bleiben wir hier einfach. Alter. Leute, uns ist gerade was ganz Schlimmes passiert. Alter, wir sind in einem ganz schlimmen Hotel, Horror-Hotel. Ja. Wir müssen hier raus. Also, scheiß auf Horror, aber wir sind in einer ganz Horror, schlimmen Regen. Das ist dreckig, Regen. Leute. Das ist ganz schlimm dreckig. Ja, deswegen gehen wir jetzt runter, gehen was essen und dann schauen wir nach einem neuen Hotel, weil es geht so gar nicht, Leute. Wir zeigen euch jetzt die Gegend, wo wir jetzt ganz schnell weg müssen, weil es zu einer sehr gefährlichen Gegend gehört. Wir haben auch in dem anderen Hotel, die haben gesagt, oh, no. So, Leute. Ich glaube, ich sollte hier nicht mal aufnehmen. Oh Mann. Wir sind einfach in der schlimmsten Gegend hier. Und hier ist unser Hotel gewesen, Leute. Natürlich checken wir direkt aus. Da gibt es Platz. Vorhin gab es geile Platz. Ah, ich glaube, hier rechts ist eins. Leute, das war das Hotel. Und jetzt werden wir ganz schnell unsere Koffer nehmen und uns hier ganz schnell... Genau. Der Biesel. Ich will ja wirklich nichts sagen, aber Horrorhotel ist dagegen nichts. Leute, und wisst ihr, sorry, aber wenn ich den Spiegeltest machen muss, dann fühle ich mich. Leute, der Grund, warum wir auschecken, sagt mir, warum hier ein Loch in der Wand ist. Ja. In so einer Gegend, Leute, auf unser Bett gerichtet. Wir müssen ganz schnell los, Leute. Ich habe den Spiegeltest gemacht und ich fühle mich nicht wohl. Ja, Leute, wir gehen sofort hier raus. Wir waren hier keine Minute. Deswegen, let's go raus mit uns. Und Leute, wir sind jetzt auf dem Weg in die verlassene Stadt. Oh, hier kommt die ganze Zeit dieses Carplay. Auf jeden Fall, Leute, wir sind auf dem Weg, dass ihr wisst. Und mal schauen, was uns noch erwartet. Wir müssen noch dort komplett hoch, gell? Nicht an der Hand, Leute. Seht ihr den Zipfel da hinten? So, wir betreten jetzt die verlassene Stadt. Bitte, wir haben alle Handys in der Hand. Halb aller Handys in der Hand. Cool. So, Leute, wir sind jetzt in the car. Leute, Verkehr in Istanbul ist auf jeden Fall nicht nice. Muss man halt durch, oder? Also, Leute. Okay, wir wollten eigentlich hier irgendwo performen, aber es muss ja jetzt komplett los. Leute, wir sind jetzt gerade auf dem Galata Tower. Galata Tower, alles klar. Ich weiß nicht, ob man was hört, aber es ist mega hoch.
und es sind sehr, sehr viele Leute hier. Schaut euch mal an, wie schön das ist. Leute, ciao einfach. Einfach ciao. Also Leute, gebt euch mal, wie viele Leute jetzt gekommen sind. Wir haben aber gerade die Szene drehen können, auf Ehre. So Leute, wir haben es geschafft. Endlich Kugel her. Ich schwöre, Leute, ich weiß nicht, also ihr habt doch gerade diese Aufnahme gesehen und diese Aufnahme, die ich von meinem Handy gemacht habe, die war aus Versehen auf Aufnahme. Ja. Das war, also ihr könnt auch sehen, ich habe so voll Dinge aufgenommen. Und wir waren so unter Schock, wir sind losgerannt. Ebro, willst du die Geschichte mit den Hunden erzählen? Leute, Rukan und Terence sind die Drohne sehen gegangen, da wo die Drohne auf der anderen Seite, haben. Also sprich, ganz hinten. Da hinten irgendwo und wir sind auf der anderen Seite. Leute, wir haben den, das ist so, zeig mal das hier kurz. Warte. Also das war sowas, das sind immer Männer drin und wir haben dem Mann erklärt, dass wir die Drohne sehen, der so, okay, alles klar, geht nach hinten. Und Leute, dann ist Aisha von rechts gelaufen, ich von links. Nein, ich sag noch so, Ebro, lauf du von rechts, ich von links. Und sie sagt noch so, wenn irgendwas ist, schrei. Ja, ich sag noch Aisha, wenn was ist, schrei. Wir laufen, Leute, wir laufen. Neben uns ist Habs Knast, bei ich Gott. Ich schwör doch mal im Gefängnis. Ich so, Alter, und das ist abgesperrt und wir sind drüber gelaufen. Und da, wo ich gelaufen bin, das war ein Schrottplatz. Also da waren nur kaputte Autos. Leute, wir sind bis ganz nach hinten in die dunkelste Ecke bei... Wir sind in die dunkelste Ecke bei Gott. Ja. Auf jeden Fall, wir laufen zurück. Ich so, Aisha, schau mal nach. Ja, und ich schaue nach hinten, ich sehe zwei Rottweiler. Ich so, nein. Aber dann, was für Monster. Wir laufen weiter und ich sag so, Ebro, schau denen nicht in die Augen und ey, renn so nicht. Schiss. Die so, renn nicht, lauf. Lauf schnell, aber renn nicht. Renn nicht, ja. Und dann, ich drehe mich so leicht um, ich sehe noch zwei Hunde. Ey, oh ich so, vier Gott, Hunde. Ich so, jeden Leute, Moment wird ein ciao. Hund mich beißen. Und aha, da sind Pleasant die. Und Aisha. Alter. Pleasant und Rika. Leute, Feierabend. Ich sage euch, Katastrophe. Ich dachte, schwöre. Wir sterben. Wir dachten, Bein ist gleich. Ich schwöre, ja. Ey, Leute, ihr werdet niemals glauben, wo die wir Drohne war. Ich und die Drohnen-App, die sagt, das ist hier irgendwo auf diesem Gebäude gelandet. Ich schwöre, und wir dann waren... läuft Rukan hier rum und sagt, hey, was ist das? Ich, das war genauso. Tor. Guck mal bitte, das wo das ist. Hier, ich schwöre auf alles. Zerstört ist es. Guck mal, Leute. Komm. Sen ne kadar veriyorsun bir çiçeğe? 25.